Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit am Start seid. Oder falls ihr neu dazugekommen seid, yay, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bei uns in Hamburg scheint seit ein paar Tagen die Sonne. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich motiviert ich bin. Diese Vibes sind so unnormal schön, wirklich. Vielleicht kennt ihr das ja, sobald die Sonne scheint, man ist einfach viel, viel motivierter. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, ich bin da nicht die Einzige. Und scheint bei euch eigentlich die Sonne oder könnt ihr auch ein paar Sonnenstrahlen genießen? Ich hoffe doch, ihr habt auch das Glück. Falls nicht, bleibt optimistisch. Der sonnige Sommer, er wird kommen. So, ich würde sagen, genug Smalltalk für heute. Wir starten jetzt erstmal direkt mit dem Fall. Der heutige Fall hat eine kleine Besonderheit, wenn man das so sagen kann. Der heutige Fall wurde nach 30 Jahren gelöst. Ich möchte heute mit euch über den BTK-Killer sprechen. Es ist der 22. März 2004 und die Ermittler in Wichita, Kansas, erhalten einen Briefumschlag. In diesem Briefumschlag befinden sich drei Polaroid-Fotos und ein Führerschein. Der Führerschein gehört zu Vicki Wegeler, eine Frau, die im Jahr 1986 verstorben war. Vicki war auf den Polaroid-Fotos zu erkennen und zwar leblos. Außerdem war auf diesen Fotos das Logo eines Serientäters, der vor über 25 Jahren seine letzte Tat begangen hat. BTK war vor 25 Jahren das letzte Mal aktiv und ist danach wirklich spurlos von der Bildfläche verschwunden. Man wusste gar nicht mehr, wo er ist und die Ermittler sind eigentlich davon ausgegangen, dass er mittlerweile vielleicht schon nicht mehr im Leben sein könnte oder er einfach aufgehört hat mit seinen Taten. Die Ermittler, die zum Zeitpunkt von 2004 auf BTK wieder aufmerksam werden, die waren damals, wo er seine letzten Taten begangen hat, also 25 Jahre vorher, einfach noch Kinder. Für sie ist es, wie als wenn alles nochmal hochkommt. Sie können sich ganz genau daran erinnern, wie ängstlich alle waren. Und jeder hatte Angst, er könnte vielleicht als Nächster drankommen, denn BTK war wirklich eiskalt. Nun ist es die Aufgabe der Ermittler, hinter BTK endlich einen Schlussstrich zu ziehen und den Typ einfach nur zu fassen. Die Suche nach diesem Täter bringt den Ermittlern wirklich einige schlaflose Nächte und viele, viele Überstunden und sie stecken da wirklich Herzblut rein. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ihr werdet euch ja sicher interessieren, was hat BTK denn jetzt gemacht und warum haben alle so fürchterliche Angst vor ihm? Und genau das werde ich euch jetzt erstmal erzählen. Wir werden jetzt einen kleinen Zeitsprung zurück machen und ich werde euch erzählen, was BTK für Taten in der Vergangenheit begangen hat. Die erste Tat von BTK und damit auch der Beginn von alledem war im Jahr 1974 an der Familie Otero. Er ging auf das Grundstück der Familie und durchtrennte die Telefonleitungen. Danach ging er durch den Hintereingang in das Haus hinein und nahm die Familie in Gewahrsam. Er erdrosselte die Eltern und den Sohn der Familie und danach nahm er die 11-jährige Tochter Josephine mit in den Keller. Er fesselt sie und hängt sie an einem Rohr auf. Josephine überlebt das Ganze nicht. Seine zweite Tat war dann an Catherine Bright. Danach folgte seine dritte Tat an Shirley Wine, eine alleinerziehende Mutter. Und dann auch die vierte Tat, und zwar an Nancy Fox. All diese Taten waren ähnlich und die Ermittler gingen davon aus, dass nur BTK dafür verantwortlich sein kann. Die Ermittler standen nun vor einem riesengroßen Rätsel, denn sie hatten alles und sie hatten nichts. BTK hat nämlich in der Vergangenheit seine Taten per Brief immer wieder an die Medien geschickt. Also er hat aufgeschrieben, was er so gemacht hat und das hat er dann den Medien geschickt, damit diese das veröffentlichen und den Menschen, die das hören und sehen, große Angst damit machen. Er hat das regelrecht gefeiert, wenn die Leute Angst haben vor ihm und er diese Aufmerksamkeit für das, was er Furchtbares getan hat, bekommt. Das war etwas,
Das wollte BTK und das wussten die Ermittler. Sie hofften, dass er nun auch wieder diese Briefe schickt und den einen haben sie ja jetzt nun erhalten. Also hoffen sie, es geht weiter. Denn heutzutage, in dem Jahr, in dem wir uns befinden, also im Jahr 2004, ist es viel einfacher, Fingerabdrücke zu analysieren und ja, auch DNA-Proben. Sie haben einfach alles in allem viel mehr Möglichkeiten als damals und das wollen sie nutzen. Sie wollen das nutzen, um BTK endlich zu stoppen. Doch wochenlang nichts. Einfach gar kein Lebenszeichen. Sie sind ja schon ziemlich geknickt. Sie haben das Gefühl, ja, so wird das alles nichts. Der meldet sich nicht mehr. Es war einfach nur Glück. Ja, und das war's jetzt wieder, doch dann kam ein Brief und zwar an einen Nachrichtensender. Und dieser Brief wurde sofort an die Ermittler weitergegeben und die hofft natürlich, bitte, 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 da müssen unbedingt Fingerabdrücke drin sein oder DNA oder ein Haar oder irgendetwas. Wir müssen ihn kriegen, das kann doch nicht sein. Und sie sind unglaublich verwirrt, als sie den Brief aufmachen, denn in dem Brief ist ein Wortsuchrätsel. Da stehen dann so Worte drin wie Opfer oder Versicherungsangestellter, verfolgen, entlaufenes Haustier und ja, sie wissen einfach gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Will er damit jetzt seine nächste Tat beschreiben oder was soll das heißen? BTK liebte es einfach zu spielen. Er wollte die Ermittler richtig an der Nase herumführen. Ihn hat das richtig gebockt, die Ermittler in die Irre zu treiben und sie immer wieder auf die Probe zu stellen. Außerdem wurde eine BTK-Hotline eingerichtet für alle möglichen Zeugen, die vielleicht eine Idee haben, wer BTK sein könnte, die vielleicht irgendwas gehört oder gesehen haben, einen klitzekleinen Hinweis, der die Ermittler zu BTK führt und diese Hotline war täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet, kann man das so sagen. Und nach den ersten 24 Stunden gab es schon über 400 Hinweise und nach den ersten 48 Stunden sogar über 1000 Hinweise. Also die Leute haben die Telefone heiß laufen lassen, die haben angerufen ohne Ende und alle möglichen Hinweise gegeben, was natürlich gut ist, aber andererseits für die Ermittler natürlich auch ein Riesenberg Arbeit. Das ist ja nicht so, dass sie dann direkt wissen, okay, der Hinweis, der ist richtig und der nicht. Sie müssen allem nachgehen und das, ja, kostet natürlich Zeit. Zeit, in der BTK wieder zuschlagen könnte. Neben den ganzen Hinweisen, die über die Telefone eingehen, ziehen die Ermittler ein riesengroßes Los, denn sie haben noch die alten Beweismittel aus dem Fall und ihre Kollegen von damals haben wirklich gute Arbeit geleistet. Sie haben die Sachen mega gut verpackt und alles war in einem super Zustand und so konnten sie also noch wirklich brauchbare Spuren davon abnehmen, denn die Technologie war ja nun viel besser und sie hatten einfach mehr Möglichkeiten, wie ich schon gesagt habe, und sie hatten Glück. Sie fanden BTKs DNA. Anhand dieser DNA können sie natürlich jetzt viel einfacher herausfinden, wer der Täter ist. Denn sobald ein Verdächtiger da ist, entnehmen sie eine Probe und können schauen, ist er es oder ist er es nicht. Und das erleichtert natürlich einiges. Doch es vergehen Wochen und nichts passiert. Doch dann wird ein weiteres Paket gemeldet. Dieses Paket war an ein Stoppschild geklebt oder gelehnt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Es war auf jeden Fall an so einem Straßenverkehrsschild und in diesem Paket waren ja so Karteikarten und auf diesen Karteikarten stand Folgendes: Tod an einem kalten Januarmorgen. Und dann war da noch so eine sehr detaillierte Übersicht darüber, wie die Familie Otero, ja, damals von uns gegangen ist. Und die Ermittler wussten, alles klar, das kann nur BTK sein. Wer soll das sein, der das so genau erklärt? Und ja, es passt ja alles, diese kleinen Pakete und ja, diese kleinen Details, die er hinterlässt, das ist auf jeden Fall
Ein Hinweis auf BTK. Die Ermittler glauben, BTK ist ein Einzelgänger und er ist so mittleres Alter. Sie vermuten, dass er wirklich sehr klug ist, denn diese ganzen Rätsel und kleinen Hinweise, ja, die sind schon sehr besonders und ziemlich ausgefuchst. Und daher denken sie sich, gut, das muss schon irgendwie so ein schlauer Dude sein. Und eines Abends schauen sie nochmal ihre Hinweise durch und stoßen auf einen Hinweis, der ja wirklich interessant ist. Denn es ist ein Professor, der mit seiner Mutter zusammengelebt hat, bis diese dann verstorben ist. Er war ja sehr zurückgezogen, so ein ja, Einzelgänger halt auch. Und war eher so für sich. Und er war Professor, also er war wohl ziemlich schlau. Und die Ermittler dachten sich, irgendwie passt das alles. Wir fahren da jetzt mal hin. Die Beamten machen sich nun also auf den Weg und sie sind recht aufgeregt und haben so ein ja, komisches Gefühl im Bauch. Irgendwie haben sie das Gefühl, er könnte es sein. Es ist, ja, es passt einfach so gut, es kann nur BTK sein. Als sie dann am Haus ankommen, soll ihr Gefühl sich nicht ändern, denn der Mann öffnet die Tür, es ist der Professor und er hat ein Fleischermesser in der Hand. Die Beamten bitten ihn darum, das aus der Hand zu nehmen. Er schließt wieder die Tür und geht weg. Sie gucken sich verdutzt an und denken sich, hä? Sie klopfen nochmal, er kommt wieder zurück und öffnet die Tür und bittet die Beamten rein. Er sagt ihnen, kommt rein, als wäre nichts gewesen, als wäre das so voll normal, dass man mit einem Fleischermesser jetzt einfach mal die Tür aufmacht. Also, ich weiß auch nicht. So normal finde ich das jetzt nicht. Aber gut, er mochte wohl auch Knoten. Das ist halt auch ein Indiz, was mega gut zu BTK passt. Er liebt ja diese ganze Fesseltechnik und auch wie sein Name ja schon sagt und wie er auch selber seinen Namen betitelt, ist das natürlich absolut zutreffend und die Ermittler fragen sich so, das ist alles so naheliegend, er muss es sein. Dann finden die Ermittler noch ein Buch und dieses Buch ist sehr interessant, denn es ist ein Buch über angewandte Technik und BTK hat damals seinen allerersten Brief in einer Bibliothek in ein Buch über angewandte Technik ja so reingesteckt und da wurde er dann gefunden und das ist natürlich auch schon wieder so krass zutreffend. Die Ermittler denken sich, ja Mann, wir haben ihn, er ist es auf jeden Fall. Das kann gar nicht anders sein. Und sie denken sich, gut, um das Ganze jetzt nochmal abzusiegeln, fragen wir ihn, ob er uns eine DNA-Probe gibt. Und der Mann willigt ein, er gibt den Ermittlern diese Probe und sie sind sehr gespannt. Sie würden ihn am liebsten direkt festnehmen, aber ja, sie können nicht, ihnen sind tatsächlich die Hände gebunden und sie warten nun jetzt erstmal das Ergebnis ab. 2 Tage später dann das Ergebnis. Er ist es nicht und die Ermittler denken sich, es kann doch nicht sein, wie er ist es nicht. Das war doch alles passend, es war einfach alles so krass passend, aber keine Chance. DNA lügt nicht, er ist es nicht. Und ja, die Enttäuschung macht sich wirklich sehr breit. Die Ermittler verlieren langsam irgendwie die Hoffnung, dass sie ihn überhaupt noch kriegen. Und sie fragen sich, wie können sie denn so im Dunkeln tappen? Wie kann es sein, dass sie ihn so lange einfach nicht fangen? Es ist einfach, ja, wie verhext. Und dann in der Stadtbibliothek ein weiterer Brief von BTK. Die Ermittler haben langsam schon richtig Angst, diese Briefe aufzumachen, weil sie immer überhaupt nicht wissen, was da drin ist. War das da irgendein Spiel drin? Auf einmal sind wieder Fotos direkt von einer Tat da drin. Sie können einfach überhaupt nie sicher sein, was auf sie zukommt. Und ja, mit Vorsicht öffnen sie dann diesen Brief. In diesem Brief kündigt er dann seine wahrscheinlich nächste Tat an. Also ja, ich lese euch mal vor, was er so geschrieben hat. Er schreibt, ich habe ein junges Mädchen am Nachmittag entdeckt. Ein Schlüsselkind. Ich muss nur noch ein paar Details regeln. Ich bin viel älter als sie.
Herbst oder Winter werden dafür perfekt sein. Unfassbare Angst macht sich einfach bemerkbar. Die Ermittler haben ja solche Furcht, nicht schnell genug sein zu können, um ihn aufzuhalten, dass er diesem jungen Mädchen etwas antut, und sie sind einfach so krass unter Druck gesetzt. Sie hoffen einfach so sehr, dass ja die Zeit und das Glück auf ihrer Seite stehen und sie bitte BTK vor dieser geplanten Tat kriegen. Dann, einige Zeit später, erhält der Sender Cake TV eine Postkarte. Auch wieder von BTK. Und in dieser Postkarte schrieb er Folgendes. Wo zwischen der 69. und der 77. auf der Seneca Street, nördlich Wichita, ländliche Gegend. Er schrieb weiter. Haben Sie oder die Polizei Nummer 7 erhalten, platziert am 8. Januar am Home Depot. Nein, die Ermittler haben tatsächlich diese beiden Botschaften noch nicht entdeckt. Und so machen sie sich direkt auf und wollen diese natürlich auch sofort finden. Das erste Paket wird abgeholt und der Beamte sagte, es lehnte so gegen ein Verkehrsschild in einer wirklich sehr abgelegenen Gegend. Also es war schon ziemlich einsam dort. Und dieses Paket war eine Cornflakes-Schachtel. Es sollte wohl das Wortspiel darstellen, Serial Killer. Also ja, schon ziemlich makaber, wie ich finde. Doch es wird noch schlimmer. In dieser Cornflakes-Verpackung war eine, ja, so eine Barbie, so eine kleine Puppe. Und diese Puppe war gefesselt um ihren Hals und hing an so einem Rohr, was man ganz normal im Baumarkt kaufen kann. Und es sollte so, ja, die Tat an Josephine Otero darstellen. Und ja, das ist wirklich, mir fehlen die Worte, ich finde das so krank. Er feiert das bis heute so sehr, was er gemacht hat. Das ist einfach, ja, da wird mir richtig schlecht. Das zweite Paket, was die Ermittler eigentlich im Baumarkt finden sollten, finden sie leider nicht. Sie suchen wirklich intensiv, aber dieses Paket ist einfach nicht auffindbar. Und sie haben mittlerweile wirklich große Sorge, dass das Paket vielleicht im Müll geworfen wurde von irgendwelchen Leuten, die es gar nicht bemerkt haben, oder Mitarbeiter aus dem Baumarkt, die gar nicht wussten, was sie in ihren Händen halten und ja damit vielleicht vernichten könnten. Die Ermittler starten eine Suchaktion für dieses Paket. Also es werden Aushänge angefertigt, dass die Leute sich melden, wenn sie Hinweise haben, wo sie vielleicht ein Paket gesehen haben, was verdächtig ist oder ja einfach was Ungewöhnliches bemerkt haben, dass jemand etwas wo abgelegt hat. Und sie haben Glück, es meldet sich eine Person, und zwar ein Mitarbeiter dieses Baumarkts. Er hat auf seinem Truck oder seinem Auto hinten auf der Ladefläche eine Cornflakes-Packung gefunden. Die Ermittler sind sehr gespannt und fragen sich, was hat sich BTK diesmal Kreatives für uns einfallen lassen? Und sie werden überrascht. Es ist erstmal nur ein Zettel da drin. Und auf diesem Zettel steht Folgendes. Kann ich Viva Diskette kommunizieren, ohne dass der PC zurückverfolgt wird? Seid ehrlich, ich mache einen Testlauf mit einer Diskette. Im Februar oder im März. BTK war so kurz davor, einen ziemlich großen Fehler zu machen. Denn die Ermittler können tatsächlich diese Daten zurückverfolgen. Und zu dieser Zeit waren die Leute ja technisch noch nicht ganz so aufgeklärt und wussten nicht, dass man auf der Diskette sehen kann, woher die Diskette stammt, also von wo die Daten auf diese Diskette gezogen wurden, von welchem Computer bzw. von welcher IP-Adresse. Und die Ermittler sollten auf diese Botschaft von BTK mit einer Zeitungsanzeige antworten. Und die Ermittler haben sich dazu entschieden, nee, wir sind sicherlich nicht ehrlich zu dir. Und sie geben ihm das Gefühl, dass es in Ordnung ist. Sie schreiben in ihre Zeitungsanzeige, das geht klar, und BTK glaubt den Ermittlern. Er glaubt ihnen,
dass eine Diskette nicht zurückverfolgbar ist. Doch kommen wir nun nochmal zu dem Zeugen, der diese Cornflakes-Schachtel auf seiner Ladefläche gefunden hat. Und zwar kann sich dieser Zeuge daran erinnern, wann er diese Schachtel gefunden hat. Und daher können dann die Ermittler auf der Videoüberwachung von dem Baumarkt sehen, wann BTK an dem Auto von diesem Mitarbeiter war. Und das war ein Durchbruch. Sie hatten Glück, sie konnten ihn auf den Videos sehen. Aber sie konnten sein Gesicht nicht erkennen, weil diese Kameraaufzeichnung einfach zu schlecht war. So wie gefühlt jede Kamera-Videoüberwachung auf der ganzen Welt irgendwie. Alle sind immer so schlecht, dass man nichts erkennt. Ich frage mich immer so, wozu gibt es das dann eigentlich, wenn man sowieso nichts erkennt? Aber ja gut, es hat gereicht. Sie haben diese Videos wirklich analysiert und diese Stelle, wo BTK sich auf dem Weg nach Hause oder wo auch immer hin gemacht hat, haben sie genau beobachtet, denn sie konnten sein Auto erkennen und sie haben das dann in die Videoforensik geschickt und die Kollegen dort haben es dann nochmal über viele Stunden analysiert und sie konnten tatsächlich die Marke von seinem Auto ausfindig machen. Das Auto gehörte zu der Marke Jeep Cherokee und es war in einer dunklen Farbe und das war natürlich ein riesengroßer Hinweis auf die Identität von BTK. BTK macht Fehler, und zwar einige, doch die Ermittler finden das natürlich gut. Sie wundern sich, denn eigentlich war er ja so klug und sie haben ihn ja so unglaublich intelligent eingeschätzt. Aber er scheint nicht so klug zu sein und ja, jetzt wird's langsam eng für ihn. Die Ermittler sind optimistisch und denken sich, alles klar, den haben wir bald. Dann verging wieder einige Zeit, insgesamt so 2 Wochen und die Ermittler hören nichts. Doch nach diesen 2 Wochen erhält der Sender Fox TV einen Umschlag. Dieser Umschlag wird natürlich wieder direkt an die Behörden weitergegeben und die Ermittler schauen sich den Inhalt an. Sie sind sehr aufgeregt und hoffen natürlich auf die Diskette, die eventuell den Durchbruch geben könnte. Und in dem Umschlag ist eine Postkarte und eine Diskette. Alle Ermittler aus dem Team sind unnormal angespannt. Sie hoffen einfach, dass diese Diskette jetzt endlich zum Ziel führt. Sie stehen um den Computer rum und ein Ermittler fügt die Diskette in den Computer ein und es ist ein Word-Dokument auf dieser Diskette. Dieses Word-Dokument hat den Titel Test und die Software-Lizenz ist auf die Evangelisch-Lutherische Kirche registriert und das Dokument ist von dem Nutzer Dennis erstellt worden. Ein IT-Forensiker aus diesem Team hat dann die Kirche und den Namen Dennis in die Suchmaschine eingegeben und die Website einer Gemeinde wurde angezeigt. Der Präsident dieser Gemeinde heißt Dennis Rader. Die Ermittler geben den Namen Dennis Rader in ihre Datenbank ein und sie finden nichts. Er ist ein absolut unbeschriebenes Blatt, völlig unauffällig und hat gar keine Vorstrafen. Er hat Familie, er ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter. Also er ist auch noch Familienvater. Außerdem hat er einen ganz normalen Job und gemeinsam mit seiner Familie lebt er in einem Haus. Die Ermittler finden aber seine Adresse dann auch recht schnell raus und sie machen sich sofort auf den Weg. Sie sind jetzt noch angespannter als bei dem ersten Verdächtigen, bei dem sie zu Hause waren. Sie sind regelrecht aufgeregt und sie fahren so schnell sie können zu dem Haus von Dennis Rader. Angekommen bei dem Haus sehen die Ermittler direkt einen dunklen Jeep. Genau so ein Jeep, den sie auf diesen Überwachungskameras gesehen haben. Und das ist natürlich ein Riesensignal. Erstens 100%. Der Name, das Auto, die Diskette, das passt einfach alles. Er muss es sein. Er muss BTK sein. Einer dieser Ermittler ruft seinen Vorgesetzten, den Lieutenant, an und er sagt ihm, yes, er ist es auf jeden Fall. Wir müssen rein und ihn festnehmen. Doch sein Vorgesetzter zieht ihn zurück und sagt, stopp,
Ihr fahrt sofort zurück, wir können ihn nicht festnehmen. Dem Ermittler fällt alles aus dem Gesicht. Er weiß überhaupt nicht, was er sagen soll und er ist unendlich enttäuscht. All die Arbeit und all das Herzblut, was da drin steckt, um BTK endlich zu fassen und jetzt soll er einfach wieder wegfahren. Er ist so richtig zwiegespalten. Er muss auf seinen Vorgesetzten hören, aber er würde einfach so gerne in dieses Haus gehen. Doch er hört auf seinen Vorgesetzten und er fährt wieder weg. Der Grund, dass sie ihn nicht festnehmen können, ist, dass sie einfach zu wenig Beweise haben, sagt der Lieutenant. Und sie wollen jetzt erstmal beweisen, dass Dennis Rader etwas mit der Tat zu tun hat, beziehungsweise den Taten, oder dass er nichts damit zu tun hat. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste für die Ermittler. Am einfachsten wäre es natürlich, wenn sie einfach eine Probe von Dennis Rader bekommen würden und diese dann mit der von BTK abgleichen könnten. Und da kommt den Ermittlern dann auch eine gute Idee, denn die Tochter von Dennis Rader geht auf die Universität in Kansas. Sie nimmt dort an medizinischen Untersuchungen teil und die Ermittler haben die Hoffnung, dass die Universität ihnen vielleicht eine Probe geben könnte oder einen Abstrich, den sie von der Tochter von Dennis Rader haben. Und sie haben Glück, die Universität stimmt zu und sie gibt den Ermittlern diesen Abstrich oder die Probe, die sie da haben. Und die Ermittler geben es direkt ins Labor. Sie sind unendlich heiß jetzt darauf, so kurz davor zu wissen, ob er wirklich BTK ist. Und sie bekommen das Ergebnis. Die Tochter von Dennis Rader ist mit BTK verwandt. Und somit ist Dennis Rader zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit BTK. Am 25. Februar 2005, dann der Tag. BTK soll festgenommen werden. Die Beweise reichen nun endlich aus. Und die Ermittler positionieren sich in der Nähe von seinem Büro, also von der Arbeit, wo er arbeitet. Und ein Helikopter schaut von oben, wann BTK bzw. Dennis Rader aus diesem Büro wieder rauskommt und auf dem Heimweg ist. Er geht zu seinem Auto und der Helikopter meldet den Ermittlern, yes, let's go, er ist jetzt am Auto und die Ermittler stürmen los, sie nehmen BTK fest. Er ist völlig überrascht, aber er ist auch ziemlich gefasst und er sagt den Ermittlern, bitte sagen Sie meiner Frau, dass ich heute nicht zum Essen komme. Sie wissen ja wahrscheinlich, wo ich wohne. BTK wird von einem FBI-Agent und einem Lieutenant befragt und das war eine Tatsache, die hat BTK ziemlich geschmeichelt, denn Dennis Rader hatte das Gefühl, er bekommt so die nötige Aufmerksamkeit, dass ja so hohe Beamte sich um seinen Fall kümmern. Er fühlte sich dadurch wirklich krass mächtig. Und er reflektiert sich selbst und seine Taten damit überhaupt nicht. Er antwortet den Ermittlern eher arrogant und wirkte auch so. Und er sagte dann auch in einem arroganten Ton, ich stehe wohl unter Verdacht, sonst hätten sie mich wohl kaum hergebracht. Und die Beamten sagten, wir haben die DNA einer ihrer Kinder. Wir wissen, dass ihre DNA die DNA von BTK ist. Sagen Sie es uns und sagen Sie, wer Sie sind. Dennis Rader antwortet darauf, BTK. Danach ging es dann los. Er erzählte stundenlang über seine Taten. Weiter und weiter. Er schmückte sich regelrecht damit und krönte sich. Er fand sich richtig heldenhaft. Es war die größte Leistung seines Lebens und jetzt kann er einfach Gas geben und drauf losquasseln. Er war verdammt stolz und hatte keine Reue. Nichts. Es war einfach absolut unmenschlich. Der Prozess gegen Dennis Rader beginnt und er bekennt sich des 10-fachen Mordes schuldig. Er bekommt eine Strafe von mindestens 175 Jahren. Das war der unmenschliche Fall von Dennis Rader, ein Familienvater, der so unscheinbar ist. Ich kann das einfach nicht verstehen.
wie jemand zu solchen Taten überhaupt fähig ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Fall. Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Und falls euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und es wäre mega korrekt, wenn ihr dem Kanal ein Abo da lasst, falls ihr es noch nicht getan habt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nächstes Mal nichts verpasst. Passt auf euch auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.